Unser Kriegsminister Pistorius war in den USA, hat da große Reden geschwungen, hat behauptet, wir wären bereit, die Führung zu übernehmen. Und hier die Blödzeitung betitelt das Ganze dann auch schon als Kampfansage. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, was hinter dieser Aussage so stecken kann. Wir schauen erstmal hier, wie die Blödzeitung darüber berichtet und spekuliert. Dann meine eigenen Überlegungen, aber wir schauen auch nochmal in die ausländische Presse, wie die das Ganze so sieht. Auf jeden Fall wird hier geschrieben, er hält die Rede an einer Elite-Uni in den USA. Aber sie ist auch nach Deutschland gerichtet, auch an die eigene Partei, an die Zauderer und Pazifisten unter den Genossen. Also ganz klar, eine kriegstreiberische Rede würde ich jetzt so interpretieren, denn wenn man ja die Pazifisten unter den Genossen da mit einer Kampfansage übersät, ja, liebe Freunde, was ist das außer eine kriegerische Hetze? Und da geht es dann auch weiter und dann wird geschrieben, wir sind bereit, die Führung zu übernehmen. Wen meint er damit? Und da fragt die Bild-Zeitung dann gleich Deutschlands Militär und dessen politische Anführer, also wohl auch sich selbst. Also er hat da richtige Führungsambitionen. Er ist ja auch laut Umfragen anscheinend Deutschlands beliebtester Politiker schlechthin. Ich kann mir das nicht erklären. Ich wüsste jetzt nicht, was an dem besser ist als an den anderen. Ich finde ihn genauso schlecht wie all die anderen Politiker der Altparteien. Aber nun gut, die Umfragen scheinen ja da was anderes zu sagen. Aber traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. In der Bild-Zeitung schreiben sie dann von einer Grundsatzrede, er macht seine eigene Zeitenwende. Titel: Standhaft, fähig und bereit, Deutschlands Sicherheitsrenaissance und transatlantische Verteidigung. Und da ist ganz besonders das Wort transatlantische Verteidigung wichtig, denn wir schauen ja später, ob das Ganze so eine Machtergreifung des deutschen Militärs ist. Oder vielleicht doch nur eine Unterordnung unter das amerikanische. Wir werden es herausarbeiten. Auf jeden Fall ist es eine Ansage an die Welt und auch an alle seine Genossen und Nostalgiker, die ihn längst Kriegstreiber schimpfen. Naja, wie gesagt, diese Rede bestätigt ja eigentlich das, was seine Genossen über ihm sagen. Und deswegen halte ich ihn irgendwo, spätestens ab jetzt, wenn ich das nicht schon vorher getan habe, ich denke doch schon, halte ich ihn für einen Kriegstreiber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, haltet ihr Pistorius für einen Kriegstreiber oder findet ihr das gut, was er da jetzt so voranbringt? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und mein Verdacht besteht sich immer mehr, dass er ein Kriegstreiber ist, denn hier steht es ja, er will Deutschland, vor allem aber seine Partei, die SPD, auch von den Resten des alten weltpolitischen Tagtraums befreien. Vom Glauben, man könne sich als Wirtschaftsmacht einfach militärisch heraushalten, sich 75 Jahre nach Staatsgründung und 35 Jahre nach dem Mauerfall weiter hinter den USA verstecken. Naja, und da ist die erste Frage, sind wir Deutschen denn wirklich noch eine Wirtschaftsmacht? Und falls ja, dass wir gerade eben noch so Wirtschaftsmacht sind, wie lange sind wir noch Wirtschaftsmacht? Denn unsere Wirtschaft, ich sag nur Deindustrialisierung, ist auf dem absteigenden Ast. Zu verdanken haben wir das den Politikern der Altparteien, unter anderem auch der SPD, wo ja Pistorius Mitglied ist, denn die haben ja die letzten Jahre daran stark gearbeitet, dass es mit der Wirtschaft bergab geht und sie reihenweise unter anderem auch in die USA flüchtet. Und jetzt kommt's, das lässt mich richtig schmunzeln, denn der Minister behauptet, das Ganze, also seine Rede und sein Vorhaben, wäre ein Meilenstein auf dem Weg zur sicherheitspolitischen Mündigkeit. Mündig, also militärisch erwachsen werden müsse Deutschland, findet der Verteidigungsminister. Ich denke, da ist überhaupt nichts mit der deutschen Mündigkeit, was da daraus entstehen kann. Denn, wie wir später noch sehen werden, wird Deutschland absolut da nicht zu entscheiden haben. Gehe ich stark von aus, dass es auch so ist. Und ein gutes Beispiel, dass Deutschland überhaupt nicht mündig ist und von Amerika immer noch als besetztes Land behandelt wird, ist nämlich die Frage der amerikanischen Atombomben auf deutschem Boden. Dazu habe ich schon vor langer, langer Zeit ein altes Video von mir habe ich dazu gemacht.
Die Atombomben der Amerikaner auf deutschem Boden, da gibt es einen Bundestagsbeschluss zu, dass die eigentlich hier verschwinden müssen. Aber die Amerikaner machen es einfach nicht. Und der deutsche Bundestag oder die deutsche Regierung, die hat auch überhaupt gar keinen Nachdruck. Die versucht es gar nicht, denen klarzumachen, dass diese Atombomben hier vom deutschen Boden verschwinden sollen. Und dementsprechend ist das einer von sicherlich vielen Beweisen, dass Deutschland überhaupt nicht souverän handeln kann. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass diese große Klappe des Kriegsministers hier jetzt irgendwie ein Schritt zur Mündigkeit, schon gar nicht zur militärischen Mündigkeit ist. Ich glaube, wir dürfen immer noch keine Flugzeugträger besitzen, wir dürfen keine atombetriebenen U-Boote besitzen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, das ist so. Aufgrund irgendwelcher vertraglichen Regelungen aus dem verlorenen Zweiten Weltkrieg. Und dann können wir nicht von irgendeiner Mündigkeit Deutschlands sprechen. Natürlich muss er das Ganze ja auch noch begründen und er sagt halt, wir können nicht einfach zusehen und abwarten, wie das Völkerrecht, unsere Ordnung und unsere Werte zerstört werden. Also in Deutschland greift überhaupt niemand die deutschen Werte, das Völkerrecht und die Ordnung an. Höchstens die Politiker der Altparteien zerstören diese ganzen Werte oder wollen sie umformen. Also, aber von außerhalb sehe ich da erstmal überhaupt gar keine Gefahr und dann auch keinen militärischen Handlungsbedarf. Es möchte kein Land mit uns Krieg führen. Es ist einfach nur ein Hirngespinst der etablierten Politiker und Systempresse, dass sie herbeibeten, dass Russland angeblich uns angreifen kann. Ich habe noch keinen klaren Hinweis gesehen, dass Russland uns angreifen möchte. Und in der Ukraine wird alles Mögliche, aber ganz sicherlich nicht unsere Werteordnung irgendwie und unsere Freiheit irgendwie verteidigt. Auf gar keinen Fall, sehe ich zumindest so. Dann schreibt er hier weiter von der Selbstverteidigung Deutschland, das würde weltweit gelten. Das heißt also, wieder Auslandseinsätze werden dann vermehrt auftreten, weil er sagt ja auch hier schon Krisenhärte, Afrika, Naher Osten, indopazifischer Raum und Ukraine. Und das halte ich natürlich für gefährlich, wenn die Bundeswehr sich da in irgendwelchen weltweiten Krisen einmischt, mit denen wir erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Und noch gefährlicher hier, dass Pistorius China und Russland in einem Atemzug, in einem Satz gemeinsam als Bedrohung bezeichnet. Das schürt ja erstmal irgendwelche Aggressionen seitens der anderen Länder. Wir können jetzt froh sein, dass sowohl China als auch Russland da relativ besonnen noch mit diesen ganzen Angriffen westlicher Politiker umgehen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, der das Ganze so ein bisschen entlarvt, nämlich die Wirtschaftsmacht Deutschland soll auch militärische Macht werden. Nicht alleine. In der NATO, in Europa, mit den USA, aber eben doch als militärisch starke Führungsmacht. So, und das Ganze, da schließt das nämlich aus, dass Deutschland eine militärische Führungsmacht ist. Nein, sie soll sich Europa, der NATO und im Endeffekt damit den USA unterordnen. Und nichts anderes ist das. Und hier steht dann auch, Deutschland macht die nationale und kollektive Verteidigung zu seiner Priorität und gestaltet gleichzeitig sein Engagement in anderen Teilen der Welt neu. So, das heißt, deutsche Soldaten in allen Teilen der Welt unter dem Kommando der USA. Und jetzt kommt natürlich die deutsche Jugend ins Spiel, denn da heißt es nämlich jetzt so schön hier in der Bild-Zeitung und dafür, das hat er schon früher gesagt, will er eine Art von Wehrpflicht. Denn wir müssen unser militärisches Durchhaltefähigkeit in einem Zustand der nationalen oder kollektiven Verteidigung sichern. Und zu der Wehrpflicht gibt es auch schon aktuelle Pläne, die nur noch in die Tat umgesetzt werden sollen. Und das soll bis Ende Mai passieren. Da habe ich ein Video zu gemacht. Schaut unbedingt rein, ist ganz interessant. Und ja, da wollte ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, aber es ist ja logisch, wenn man so eine militärische Führungsmacht haben möchte, dann muss man auch Militär haben. Und den Satz fand ich hier nämlich auch noch gut, aber anstatt zu kapitulieren, werden sie mich lieber mit grimmiger Hingabe die vor uns liegenden Krisen und Herausgaben bekämpfen sehen. Ja, und da frage ich den Pistorius jetzt wirklich persönlich, Herr Pistorius, werden Sie sich ein Gewehr nehmen und an der Hauptkampflinie in vorderster Front mit dem Gewehr im Schützengraben dann mit dieser bissigen oder grimmigen Hingabe dem Feind gegenübertreten? Oder sitzen Sie feige im Führerbunker, trinken Sekt und machen Krieg nur auf irgendwelchen Landkarten, in denen Sie Figuren
herumschicken wie mich, wie meine Zuschauer zum Beispiel, die sich nicht in einem Regierungsbunker verkriechen können, nee, die sie zwangsrekrutieren werden mit ihrer Wehrpflicht, mit ihrem Kriegsdienst und so weiter und so fort und an die Front schicken gegen ihren Willen? Ja, Herr Pistorius, die Frage, da hätte ich gerne eine Antwort drauf, wird sicherlich nicht kommen. Aber, liebe Zuschauer, könnt ihr euch ja selber mal alles fragen, ob er vorne im Dreck liegen wird oder ob er uns in den Dreck schicken wird. Naja, auf jeden Fall, ja, hier dann noch. Ansonsten, er will halt mit grimmiger Miene da kämpfen, wo unsere Interessen bedroht sind, und für ihn ist das Ganze weltweit. Jetzt nochmal hier zu einem anderen Artikel, denn hier heißt es dann so schön, Mehrheit deutscher Soldaten gehorchen bald einem US-General. Das hier ist ja eine Zeitung, die den Systemmedien in Deutschland entgegensteht und auch ja der Regierung entgegensteht und dementsprechend die Sachen ein bisschen anders interpretiert, so wie ich das ja auch tue. Und hier heißt es nämlich genau, im Wortlaut sagte Pistorius, die Sicherheit unserer Verbündeten ist unsere Sicherheit. Deshalb wird bis zum nächsten Jahr der größte Teil der Bundeswehr unter das Kommando der NATO gestellt. Pistorius fügte hinzu, dass etwa 35.000 von ihnen auf den beiden höchsten Bereitschaftsstufen sein werden. Praktisch bedeutet das, dass diese Soldaten künftig dem US-General gehorchen. Denn der verantwortliche Oberbefehlshaber für alle NATO-Operationen ist der alliierte Oberkommandierende in Europa, der in Personalunion stets zugleich der Kommandeur des europäischen Kommandos der Vereinigten Staaten ist und damit immer ein US-amerikanischer General oder Admiral. Gegenwärtig hat diese Position der US-General Christopher Cavioni, und hier haben wir den guten Mann, ich weiß nicht, ob man den, kann man so fast erkennen, ich einmal ein bisschen rüberschieben hier noch. Da haben wir Christopher G. Cavioni, der ist aktuell dieser Kommandeur, der dann auch den größten Teil unserer Bundeswehr befehligen wird. Und das nennt ein Boris Pistorius dann die Mündigkeit Deutschlands in militärischen Fragen. Liebe Zuschauer, jetzt könnt ihr selbst entscheiden, ist das für euch die Mündigkeit der Bundeswehr weltweit? Findet ihr das gut, was Boris Pistorius da vorhat, oder seid ihr eher dagegen und wollt nicht, dass die Bundeswehr zum größten Teil einem US-amerikanischen General unterstellt wird? Ja, liebe Freunde, egal was ist, teilt auf jeden Fall dieses Video, damit mehr Leute von diesen Plänen von Pistorius erfahren und dass das in der Bild-Zeitung nicht so klar, wie es dann am Ende ist, dargestellt wird. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren nicht vergessen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!